Auf einem See herrscht eine Strömung in eine noch unbekannte Richtung. Wir befinden uns im Punkt P0-1. Nach einer Sekunde sind wir im Punkt Q2-2. A. Welche Richtung hat die Strömung? Wo sind wir nach 2, 3 T-Sekunden? B. Entlang welcher Linie bewegen wir uns? Auf einem See herrscht eine Strömung in eine noch unbekannte Richtung. Wir befinden uns in Punkt P0,1. Also 0-1. Nach einer Sekunde sind wir im Punkt Q2-2. A. Welche Richtung hat die Strömung? Wo sind wir nach 2,3 T Sekunden? B. Entlang welcher Linie bewegen wir uns? Gut. Also, erstes, welche Richtung hat die Strömung? Welche Richtung hat die Strömung? Welche Himmelsrichtung, oder? Ja, was sind Vektoren? Vektoren sind Richtungen. Himmelsrichtung haben wir hier keine. Also welche Richtung hat die Strömung? Also welchen Vektor hat die Strömung? Das ist eine Richtung, ja. Ach so, 2-1. Rechnung, also Strömung S. Wie rechnen wir das aus? Man macht 2-2. Minus 0,2. So ist es. Das heißt, wir haben diese Richtung hier als Strömung. So, und das ist nach einer Sekunde. Jetzt ist die Frage, wo sind wir nach 2 Sekunden? So, zeichnen. Wo sind wir nach 2 Sekunden? Da trägt man nochmal denselben Vektor von Q ab, also nochmal 2,1. Und dann sind wir wo? Also den Q nenne ich jetzt P1, den nenne ich jetzt P2. Wo sind wir in P2? In welchem Punkt? P4, also 4,3. P2, Rechnung. Und man ist ja P1 ist ja 2-2, also 2-2 plus 2,1. So, der P3. P3. Wie rechnen wir den? Ja? 4-3 plus 2-1. Gleich? 6. So. Entlang welcher Linie bewegen wir uns? Was ist das für eine Linie? Wie nennt man das? So, und jetzt wollen wir wissen, wo ist P4 und dann allgemein, wo ist PT? Jetzt rechnen wir erstmal P4 aus. Was ist P4? Ja? Der P4 ist 6, also 6 plus 2 und 1. Was ist das? 7, 5. Ja. So, und jetzt ist die Frage, wir können das auch allgemein rechnen. Also das heißt, wir haben hier den P2 und den, also der P0, der P0, der liegt bei 0,1. Der P1, wie hätten wir denn den P1 gerechnet, wenn wir schon die Strömung gehabt haben? Ja? Plus 2,1. 0,1 plus 2,1. Das ergibt dann den 2,2. Das ist der P1. Jetzt gehen wir zum P2. Wie kann ich den P2 vom P0 ausrechnen? Plus 2 mal 2,1. Also am Ende muss eben das 4,3 rauskommen. So, jetzt den P3 vom P0 ausrechnen. Den P3 vom P0 aus. 0,1 plus 3 mal 2,1.
Und am Ende muss da 6,4 rauskommen. Noch den P4 und dann den PC. So, was ist P4? Also 0,1 plus 4 mal 2,1. Und jetzt ergibt dann die 8. Was ist PC? Plus t mal 2,1. So, und das ist eine neue Darstellungsform der Gerade. Wir sehen, wir haben hier eine Gerade und es steht jetzt dran, die Gerade ist 0,1. Was ist die 0,1? Die 0,1 ist hier ein beliebiger Punkt der Gerade plus t mal 2,1. Also wir gehen in die Richtung. So, welche Werte kann t annehmen, wenn wir uns auf der Geraden bewegen? Da kann t alle Werte annehmen. Also schreiben wir dann noch ein t-Element r dazu. So, und wir überlegen uns jetzt nochmal, wie die t-Werte sind. Was ist der t-Wert hier an dieser Stelle? Welchen t-Wert haben wir hier? 0. Welchen t-Wert haben wir hier? T gleich 1. T gleich 2. T gleich 3. Und hier wäre dann das t gleich 4. Und hier auf der anderen Seite, hier unten, wäre dann das t gleich minus 1. Wobei die t gleich minus 1 vermutlich direkt auf der x-Achse liegt. Gut, so, das ist eine neue Form der Gerade. Und wie heißt diese neue, also eine Darstellungsform der Gerade, und wie heißt die neue Darstellungsform der Gerade? Das hier ist eine sogenannte, bekommt den Namen Parameterform. So, warum heißt die Parameterform der Geraden? Weil sie etwas hat, was wir vorher noch nie gesehen haben. Was hat die? Den Parameter t. So, der da, das ist der Parameter. Das heißt, deswegen heißt das Parameterform der Geraden. Die Form x gleich p plus t mal r t reell heißt, wie hieß die Form? Parameterform einer Gerade. Parameterform einer Geraden. P heißt dabei? Orts- oder Stützvektor. Heißt Aufpunkt. Heißt Aufpunkt, deswegen auf fängt es ja auch mit A an, ja. Oder es gibt auch den anderen Begriff des Stützvektors. Besser ist das Wort Aufpunkt, weil es sich beim Punkt P um einen Punkt handelt, vom Charakter, nicht um einen Vektor. R heißt dabei? Richtungsvektor und T ist der... Moment, Richtungsvektor. Und P ist der Parameter. So, welchen Wert darf der Richtungsvektor r nicht haben? Da haben wir am Anfang noch eine Lücke, sonst haben wir keine Gerade. Es gibt da Vektoren, die wir ausschließen müssen. Welche sind das? Nullvektor. Jo, also das heißt, das r darf nicht 0 sein oder nicht der Nullvektor sein. Ich lese nochmal vor. Die Form x ist gleich p plus t mal r, t-Element r. Der Richtungsvektor darf nicht der Nullvektor sein. Heißt Parameterform einer Geraden, P heißt dabei Aufpunkt oder Stützvektor und R heißt dabei Richtungsvektor und T ist der Parameter. Wir wollen jetzt die Verbindungsgerade in Parameterform, in der neuen Form von P1 und Q1 berechnen. Der P1 ist der Punkt 1, 0, der ist hier, und der Punkt Q1 ist der Punkt 3, 3, der ist hier oben. So, die Verbindungsgerade sieht so aus.
von der Optik her. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie heißt diese Gerade in Parameterform? Wie heißt die in Parameterform? In Parameterform heißt sie 1, 0. Stopp. So, das ist dieses hier. Das ist der Aufpunkt. Also wir beginnen erstmal mit Vektor x ist gleich. Vektor x ist gleich. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt kommt der 1, 0. 1, 0 ist der Aufpunkt. Oder das ist jetzt ein Ortsvektor, der auf dem Punkt 1, 0 zeigt. Ein Ortsvektor, der auf dem Punkt 1, 0 zeigt. So, wie geht es jetzt weiter? Und jetzt noch ein plus t mal 2, 3. Und da hätte ich aber jetzt gerne eine Rechnung. 2, 3, das wäre dieser Vektor hier. N minus Alpha. Ja, also rechnen wir als? 3, 3 minus 1, 0. Ja, völlig richtig. Also das ist das gleiche wie x ist gleich 1, 0 plus t mal 2, 3. Und das gilt für alle T-Element R. So, das war jetzt die erste Gerade. Jetzt gehen wir in den Raum, haben hier zwei Punkte. Wie heißt die Verbindungsgerade? Also das ist jetzt E1 gewesen, das ist jetzt E5. E5, wie heißt hier die Verbindungsgerade? 1, 2, 3. Plus t mal 3, 2, 5, minus 1, 2, 3. So, und wenn wir das ausgerechnet haben? Plus t mal 2, 0, 2. Und wieder t Element R. So, das ist die Verbindungsgerade dieser beiden Punkte. Wir verallgemeinern das Ganze jetzt. Das heißt, jetzt wollen wir die Verbindungsgerade von zwei Punkten A und B berechnen. Also das heißt, wie lautet die Verbindungsgerade? Die Verbindungsgerade der verschiedenen Punkte A und B, und wir erinnern uns, der Ortsvektor auf A, den schreiben wir als klein a, den Ortsvektor auf B schreiben wir als klein b. So, wie lautet die Verbindungsgerade der Punkte A und B? Vektor x sind gleich Vektor OB. Ja, deswegen habe ich es ja hier anders genannt. Also ich Vektor möchte, OA. Also OA oder klein a. Ja. Plus t mal Vektor B minus Vektor A. Was fehlt noch? T-Element R. Ja, und das hier, das ist eine wichtige Formel, die ist so wichtig, dass ich hier eine Nummer gegeben habe. Diese Formel heißt Order 66. In- und auswendig. Die Parameterdarstellung einer Geraden ist im Gegensatz zur Hauptform einer Geraden nicht eindeutig. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Parameterdarstellung ein und derselben Geraden zu machen. Zum Beispiel kann man das auch am Vektor b beginnen lassen. P plus t mal a minus b, das wäre die Parameterdarstellung ebenfalls der Geraden durch a und b, aber quasi beginnend, was auch immer das beginnend heißt, machen wir gleich am Punkt b.